Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, es war wahrlich keine leichte Woche für Satire. Es war eine Woche, die beunruhigend war und aufwühlend und nach der man sich sehnt, nach einem kompetenten Innenminister, von dem man das Gefühl hat, der hat die Dinge im Griff. Und der redet auch Klartext. Der antwortet auch ganz eindeutig auf Fragen wie zum Beispiel Herr de Maizière, warum genau wurde das Spiel Deutschland-Holland gestern eigentlich abgesagt? Ja, verstehen Sie bitte, dass ich darauf keine Antwort geben möchte. Warum? Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Jetzt bin ich beruhigt. Jetzt bin ich richtig beruhigt. Nein, das kann er wirklich. Also beruhigen kann er auf jeden Fall. Also wenn er irgendwas kann, dann beruhigen. Nein, er hätte ja vielleicht sagen können, ich kann im Moment keine Angaben machen. Er hätte vielleicht sagen können, ich kann darauf eine Antwort geben, aber dann müsste ich sie danach blitzdingsen. Nicht nur das Fußballspiel wurde gestern abgesagt, auch ein Jazzkonzert mit Maceo Parker und eine Lesung mit Helge Schneider mussten ausfallen. In einem Video auf seinem Facebook-Account sagte Schneider, ich musste gerade eine Lesung in Hannover absagen, aus Sicherheitsgründen, jetzt bin ich in meinem Hotel und esse eine Mandarine. Jedes Detail ist wichtig in solchen Zeiten, meine Damen und Herren. Da kann man den Medien keinen Vorwurf machen. Im Gegenteil, die Medien haben es natürlich zurzeit auch sehr schwer. Man muss auf so vieles achten. Es gibt wirklich Fallstricke. So vieles wirkt auf einmal geschmacklos. Ich habe mich zum Beispiel schon sehr gewundert, als ich am Wochenende, einen Tag nach dem Anschlag in Paris, die Lübecker Nachrichten in den Händen hielt. Und die Schlagzeile war, die Welt trauert mit Paris. Und draufgeklebt auf die Titelseite eine Anzeige, eine Werbung für eine Versicherung. Schadenfroh mit der Itzehoer. Ja, in diesen Zeiten pflegt jeder seinen eigenen Humor, würde ich mal sagen. Ne? Und gar nicht so lustig finde ich, wie leichtfertig gerade mit dem Wort Krieg umgegangen wird. Alle sagen Krieg, Krieg, Krieg. Ich meine, wenn mal Krieg sein sollte, dann haben die gar keine Worte mehr. Nicolas Sarkozy setzt sogar noch einen drauf. Der Krieg, den wir führen müssen, muss total sein. Total. Der totale Krieg. Ich weiß, es ist immer blöd, sich da als Deutscher einzumischen, aber ich wollte einfach nur darauf hingewiesen haben, dass mit dem totalen Krieg, das kann am Ende auch mal schiefgehen. Und auch hier muss man mal sagen, der Krieg gegen den Terror hat ja wirklich in den letzten Jahren, ja in den letzten Jahrzehnten eine erbärmliche Bilanz vorzuweisen. Eine erbärmliche Bilanz. Der Krieg gegen den Terror, das ist ein bisschen wie mit der Homöopathie. Gleiches mit Gleichem bekämpfen. Die Wirksamkeit ist bis heute noch nicht bewiesen und es hilft ohnehin nur, wenn man daran glaubt. Es ist wie immer, in diesen schrecklichen Zeiten ist es die Zeit der unterkomplexen Antworten und der sinnlosen Forderungen. Viele fordern jetzt endlich die Grenzen dicht zu machen und Attentäter sofort zurückzuschicken in diese Terrorstaaten, aus denen sie kommen. Frankreich und Belgien. Ja. Wie soll das überhaupt aussehen? Diese Attentäter von Paris wären allesamt durch Grenzkontrollen nicht aufgehalten worden. Und wie sehen die überhaupt aus? Da hängt dann an der Grenze zu Österreich so ein Verbotsschild? Ja, für Terroristen und weiter unten dann, wir müssen leider draußen bleiben oder was? Das ist doch. Gut, da würde wahrscheinlich auch Markus Söder mitgehen. Ne? Markus Söder, der konnte ja selbst in der Terrornacht von Paris die Wurstfinger nicht vom Handy lassen. Es ist schrecklich. Und dann hat er das hier getwittert. Paris ändert alles, wir dürfen keine illegale und unkontrollierte Zuwanderung zulassen. Es scheint unglaublich schwer zu sein, den Rand zu halten. Vor allem, wenn es der Rechte ist. Aber das ist nun mal auch der Sinn seines ganzen söderschen Daseins. Die ständige, verzweifelte Suche nach einer neuen Sau, die wieder durchs Dorf getrieben werden kann. Markus Söder, ja, sein Leben, das ist Bayer sucht Sau. Das ist sein Leben.
Hier und da fehlt es ab und an den Bayern an Durchblick. Ich will das nicht verallgemeinern. Es gibt tolle Bayern, nicht, die viel wissen, die viel können. Es gibt aber einige Bayern, die haben den Durchblick nicht so richtig. Und das ist nichts Neues. Und da ist auch Söder jetzt kein Einzelfall. Unser Kollege Daniel Sprenger hat noch ein anderes Beispiel. Der Bayerische Landtag. Bis Herbst 2013 hat man aus diesen Fenstern einen herrlichen Blick über München. Doch die alten zugigen Scheiben sind wärmetechnisch nicht länger tragbar. Dann sind moderne Fenster eingebaut worden, doppelte Verglasung. Und zunächst in Teilen der Fenster ein sogenanntes Goethe-Glas. Also Glas nach historischer Machart. Eine kluge Empfehlung vom Denkmalschutz. Nur im Herbst 2014, als alles fertig ist, ist der Blick durch dieses Goethe-Glas irgendwie ein bisschen verschwommen. Das liegt wohl daran, dass diese Scheiben nur dann richtig klar durchsichtig sind wie Fensterglas, wenn man ganz nah hingeht. Ja, ist eine Möglichkeit. Aber selbst dann herrscht noch nicht wirklich klare Sicht. Ja, da haben natürlich auch die Besucher gedacht, was ist jetzt das, warum sieht man da nicht durch? Dabei hatte man das Goethe-Glas extra getestet. Gut, nur mit einem winzig kleinen Stück. Aber es hat uns niemand gesagt, dass wenn wir eine große Fläche haben mit mehreren Metern Abstand, dass das Ganze dann verschwommen wird. Das hat man dann erst in der Praxis dann gemerkt. In der Praxis beschäftigen die Fenster auch die Politik, die in Bayern gerne klar sieht. Ich habe es gar nicht fassen können. Bin natürlich gleich auch umgeben worden. Was habt ihr da gemacht? Und unser ganzes schönes Sicht ist weg. Aber wir kriegen das wieder hin. Ist doch kein Problem. Kommen die Bauarbeiter einfach noch mal vorbei. Dann sind bei diesen Fenstern, die schon eingebaut worden waren mit dem Goethe-Glas, nicht alle, so die Hälfte ungefähr, sind die wieder ausgetauscht worden und modernes wärmeisolierendes Glas, das aber komplett durchsichtig ist, verwendet. Durchsichtiges Glas, eine Wahnsinnsidee. Und was kostet der erneute Umbau? Das hat 120.000 Euro zusätzlich gekostet. Gerade so weitsichtige Politiker wie Horst Seehofer werden das zu schätzen wissen, wenn er nur immer so einen Durchblick hätte. Der deutsche Bundestag, liebe Zuschauer. Der Bundestag hat ja in der letzten Woche ein Anti-Doping-Gesetz beschlossen. Ich finde es ein bisschen schade. Leistungssteigernde Drogen könnten ja einige Politiker durchaus gebrauchen. Und jetzt drohen zum Beispiel Doping-Sündern bis zu 3 Jahren Haft. Das Problem ist, dafür muss man den gedopten Langläufer erst mal fangen. Welcher Polizist hat denn die Kondition, 40 Kilometer hinter so einem Typen herzurennen? Ist doch Wahnsinn. Und auch das Doping-Team von Russland hat ja gerade ein Leichtathletik-Problem. Nein, okay, Entschuldigung, ich verwechsel das jedes Mal. Das Leichtathletik-Team von Russland hat ein Doping-Problem. So. Na gut, dass die russischen Sportler gedopt sind, das hat man irgendwie vermutet, oder? Sie auch? Ich schon. Doch, irgendwie. Man hat es irgendwie im Urin gehabt, oder? Und dann, als ich dann letztens diese Bilder hier von russischen Leichtathletinnen gesehen habe, dachte ich, also, gut, sie sind süß. Ja, sie sind süß, auf ihre Art, nicht auf ihre Art. Aber richtig natürlich wirkt es jetzt nicht. Viele Kugelstoßerinnen müssen zum Beispiel aufpassen, dass sie ihre Kugel nicht zerdrücken. Vorm Stoßen. Bei den Sprintern gibt es keine Bluttests mehr, sondern nur noch Radarfallen. Gewichtheber sind inzwischen extrem aufgepumpte Muskelberge. Um morgens aus dem Bett zu kommen, brauchen einige Gewichtheber einen Gewichtheber. Nicht nur die Leichtathleten haben das Problem. In Russland wird ja flächendeckend gedopt, beim Militär auch. Ja, einige Soldaten wollten kurz spazieren gehen. Zack, schon waren sie in der Ukraine. Oh, verdammt, die Beinmuskeln. Oh. Dinge gibt's, ehrlich. Ja? Jetzt sind alle russischen Leichtathleten erstmal gesperrt. Das heißt aber noch nicht, dass sie automatisch dann auch nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen dürfen. Der Verband hat jetzt erstmal ein Jahr Zeit, grundlegende Strukturen zu verändern. Also einen Weg zu finden, dass man das Doping nicht mehr nachweisen kann. Es klingt jetzt vielleicht etwas negativ. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass im gesamten Sport gedopt wird. Das möchte ich nicht sagen. Nein.
Es gibt ja auch noch Schach. Zu den Dopingvorwürfen nun ein Extra 3 Extra. Willkommen bei Extra 3 Extra. Monaco. Nach den aktuellen Dopingenthüllungen in der Leichtathletik zeigt man sich beim Leichtathletik-Weltverband IAAF erstaunt. Dass so viele Athleten dopen, hätten wir nie gedacht. Wenn uns jetzt noch jemand sagt, dass es auch den Weihnachtsmann und den Osterhasen nicht gibt, bricht unsere Welt komplett zusammen. Auch der versierte Doping-Experte Lance Armstrong äußerte sich. Ich werde nie wieder Leichtathletik gucken. Sauerei. Um eine schnelle Aufklärung im Doping-Skandal voranzutreiben, übertrug der Leichtathletik-Weltverband die Leitung der Anti-Doping- und Antikorruptionsabteilung mit sofortiger Wirkung an den renommierten Professor Hastig. Diese Doping-Vorwürfe werde ich... Moskau. Der neue Präsident des russischen Sportverbands, Dmitri Muskulow, wittert eine Verschwörung gegen Russland. Was können wir Russen denn dafür, dass uns von klarem Wodka und kalter Luft so viele Muskeln wachsen? Mexiko-Stadt. Der Dopingskandal zieht immer weitere Kreise. Heute wurde bekannt, dass auch Speedy Gonzales, die schnellste Maus von Mexiko, Epo und Steroide eingenommen haben soll. Der entscheidende Hinweis kam von dem auch unter Dopingverdacht stehenden Roadrunner. Paderborn. Der Verband der Dopingärzte warnt vor akuten Dopingmangelerscheinungen. Hier geheime Aufnahmen von ungedopten Spitzensportlern. Ein weiterer Dopingskandal wurde jetzt in Hamburg-Eimsbüttel bekannt. Rentner Heiner Koslowski wurde beim Skat des Dopings überführt und mit sofortiger Wirkung suspendiert. In einer offiziellen Pressemitteilung teilte der Skatclub Eimsbüttel mit: Das hätte nie einer vom Heiner gedacht, die alte Schweinebacke. Aber wir haben uns schon immer gewundert, warum der so schnell die Karten austeilt, dieses Sackgesicht. Das war Extra 3 Extra. Guten Abend. Vielen Dank, Oliver Dohrke und Marieke Schmidt-Lenewinkel. Beisein und Stritten ist ja auch die WM-Vergabe an Deutschland. War es nun Bestechung, die WM 2006, oder wurde einfach russisches Wahlrecht angewendet? Ne? Sagen auch einige. Es war genau so. Es gibt ja inzwischen eine Entscheidung für einen neuen DFB-Präsidenten. Immerhin das. Reinhard Grindel soll es werden. Wer ist Reinhard Grindel? Nun, Reinhard Grindel ist ein Mann, der offensichtlich das Ziel hat, immer noch unbeliebter zu werden. Er war erst Journalist, ist dann in die Politik gegangen und jetzt auch noch DFB. Ja, um auf der Beliebtheitsskala noch weiter zu sinken, bleiben ihm jetzt eigentlich nur noch ein Job als Investmentbanker. Oder als jemand, der süße Katzenvideos auf YouTube wegen Urheberrechtsverletzungen sperren lässt. Ich bin vor allem gespannt, ob er es schafft, ob er es tatsächlich schaffen könnte, Franz Beckenbauer zum Reden zu kriegen. Hat Beckenbauer was gesagt inzwischen? Nee, ne? Sie haben auch noch nichts gehört? Er hat nichts gesagt. Nein, der sagt einfach nichts. Da sagt die Zschäpe sagt schneller aus als der Beckenbauer. Ich denke, Beckenbauer wird aussagen, er will auch aussagen. Ich glaube, er muss vorher noch ein paar wichtige Sachen vergessen. Ich habe allerdings mal gefunden, was jemand über Beckenbauer gesagt hat. Und zwar war dieser jemand Kalle Rummenigge. Und Kalle Rummenigge hat mal versucht, seine Gefühle zu Franz Beckenbauer zu transportieren. Und Gefühle, er hat tatsächlich Gefühle. Kalle Rummenigge hat Gefühle. Ja, und er hat das getan in Gedichtform. Lieber Franz, ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir sehr. Ich danke dir, das fällt uns nicht schwer. Ich danke dir ganz toll. Weiß gar nicht, was ich alles sagen soll. Ich danke dir, du bist ein Schatz. Dies sage ich dir in diesem Satz. Ich danke dir, das fällt nicht schwer. Danke, danke, danke sehr. Also, liebe Leute, ich habe... Ich habe viele Familienfeiern erlebt. Ich habe viele schlechte Gedichte erlebt. Aber das ist, glaube ich, das Schlechteste, das Grottigste, was jemals in deutscher Sprache gereimt wurde. Also falls Beckenbauer jemals vor ein Gericht gestellt werden sollte, das kann er sich wirklich als mildernden Umstand anrechnen lassen. Und auch völlig inhaltsleer. Ja? Der Rummenigge hat ja nichts gesagt. Er hätte mal sagen sollen, Franz, du hattest einen Stift. Dadurch kam diese Unterschrift. Das Sommermärchen war wundervoll, weiß nicht, wo ich bezahlen soll. Ich danke dir nochmal ganz toll.
Seltsam, ne, dass beim DFB keiner was Substanzielles sagen will. Bei Niersbach dachte ich noch, der wäre überfordert. Diese Pressekonferenz, der war da einfach unsicher. Er hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass sich die Pressekonferenz zum WM-Skandal mit dem WM-Skandal beschäftigen könnte. Ne? Dass auch kritische Nachfragen kamen. Ich glaube, der Niersbach hatte sich auf Fragen vorbereitet wie, was ist Ihre Lieblingsfarbe? Welches Tier wären Sie gerne? Welche drei Dinge würden Sie mitnehmen auf eine einsame Insel? Sowas. Aber inzwischen habe ich das Gefühl, da grassiert eine ganz besondere Krankheit. Und Tim Grunendahl weiß mehr darüber. Frankfurt am Main. In dieser Einrichtung für ältere Herren namens DFB ist eine schreckliche Krankheit ausgebrochen. Besonders hart getroffen hat es ihn, Franz B. Der Mann, über den sogar schon TV-Dokumentationen gedreht wurden, leidet unter Sprachproblemen. Und hab dann, ja. Seit kurzem wird die Krankheit allerdings immer schlimmer. Franz B. halluziniert. Ja, liebe Kollegen, ich habe die große Ehre und Freude, die Präsidiumssitzung zu eröffnen. Der 70-Jährige, der in seiner Jugend ein halbwegs ordentlicher Fußballer war, hat mittlerweile den Bezug zur Realität verloren. Die Frage des Tages wird sein, wenn die Sitzung zu Ende ist, wollen wir Weißwürst oder wollen wir Leberkäse? Langjährige Freunde zeigen sich schockiert. Wie man so einen Verlust an Erinnerung haben kann, ist mir unbegreiflich. Doch damit nicht genug. Franz B. hat anscheinend andere Menschen beim DFB angesteckt. Zum Beispiel ihn, Wolfgang N. Jahrelang verbringen die beiden viel Zeit miteinander, zum Teil auf engstem Raum. Das bleibt nicht ohne Folgen. Mittlerweile zeigt auch Wolfgang N. die gleichen Krankheitssymptome. Hier sein Versuch, bis 4 zu zählen. 1, 2, 3. Franz B. und Wolfgang N., zwei Männer, die an einer schrecklichen Krankheit leiden, der sogenannten DFB-Mens. In Berlin findet ja in dieser Woche zum 9. Mal der nationale IT-Gipfel statt. Und aus diesem Anlass hat unser Infrastrukturminister Alexander Dobrindt wieder mal schnelleres Internet für alle versprochen. Und das tut die Bundesregierung seit 2009. Und seit 2009 bekommt sie es nicht hin. Gerade in ländlichen Regionen ist das Netz so langsam. Da kennen viele das Internet nur aus der Zeitung. Es gibt wirklich Dörfer in Mecklenburg, da muss die NPD ihren Anhängern meinen Kampf persönlich vorbeibringen. Auf der Datenautobahn sind wir Deutschen deutlich langsamer unterwegs als zum Beispiel auf der A1 oder der A7. Und es ist so, wenn man viele Daten zu verschicken hat, sagen wir mal von Hamburg nach München, es ist meistens praktischer und auch schneller, die Daten auf CD zu brennen und im Auto nach München zu fahren. Mit Breitreifenrasen ist bei uns immer noch verbreiteter, als mit Breitband zu surfen. Natürlich darf man in Deutschland nicht überall mit Lichtgeschwindigkeit Auto fahren. Hier und da gibt es Schilder, die die Geschwindigkeit begrenzen. Und sagen aber einige Autofahrer, dass sie die nur ganz schwer erkennen können. So ein 30er-Schild, das siehst du halt nicht, wenn du mit 120 dran vorbeibrettest. In Kloppenburg, meine Damen und Herren, in Kloppenburg gibt es gerade einen besonders skurrilen Fall von Verkehrsschildern, die viele nicht so richtig deuten können. Martina Hauschild. Thomas Beimische ist kürzlich was ganz Blödes passiert. Er war im Emsland unterwegs und plötzlich... Shit! Niedersachsen warnt schon seit einem Jahr vor Baumunfällen. Aber für manchen Autofahrer nicht leicht zu verstehen. Also so ein Schild habe ich noch nie gesehen. Dieser Baum und dieses Auto davor, habe ich überhaupt keine Bedeutung, was das sein soll. Nee, was soll das auch heißen? Das unerklärliche Schild steht an diversen Landstraßen in Niedersachsen und wurde schon von diversen Autofahrern missachtet. Und deshalb gab es auch diverse Bußgeldbescheide. Aber zum Glück gibt es ja kluge Rechtsanwälte wie Reinhard Neumann. Und der erhebt Einspruch gegen die Bußgeldbescheide. Denn das Schild lässt seiner Meinung nach viel Raum für Interpretationen. Der Verkehrsteilnehmer kann auch denken, dass er nicht mit einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h gegen einen Baum fahren darf. Ja. Oder? Er kann auch denken, die Geschwindigkeit beträgt nur dann 80 km/h, wenn mitten auf der Straße
Bäume stehen. Oder der Autofahrer denkt, das Schild warnt nur vor Laubbäumen. Der Autofahrer denkt, was bedeutet das jetzt? Denkt nach, habe ich das schon mal gesehen? Und wenn so ein Autofahrer viel denkt, irritiert ihn das. Und prompt fährt er zu schnell. Dieser Argumentation will man beim Landkreis Emsland allerdings nicht folgen. Für Herrn Burgdorf ist das Verkehrsschild ziemlich klar. Ich halte diese Argumentation nicht gerade für eingängig und meine, es ist eindeutig so, dass die 80 erklärt wird. Ja gut, bei genauerer Betrachtung. So eine Scheiße. Versteht man das Schild natürlich schon. Aber sagen wir, es ist juristisch besser, es nicht zu verstehen. Herr Neumann hat jedenfalls eine ganze Menge Mandanten. Es sind auch zwei Polizisten dabei. Ups, sogar Polizisten. Zum Glück kümmert sich jetzt das Amtsgericht Meppen darum und klärt, ob hier vielleicht ja auch nur 80-Jährige gegen den Baum fahren dürfen. Letzte Woche hat Wolfgang Schäuble einen denkwürdigen Satz gesagt. Und bei Schäuble kann man davon ausgehen, er weiß, was sowas bedeutet. Er hat gesagt, Deutschland würde von einer Flüchtlingslawine überrollt. Ein interessantes Bild. Ne, unser Finanz- und Wintersportminister sagt ja sowas nicht einfach so. Der überlegt, was er sagt. Und das Bild kann man bis ins kleinste Detail deuten. Eine Lawine wird ja losgetreten. Von wem? Von Angela Merkel offenbar. Das wollte er damit sagen. Ist schon ein bisschen seltsam. Ne? Die Union ist das Tal. Ganz klar, denn tiefer als mit solchen Vergleichen kann man eigentlich nicht sinken. Horst Seehofer ist der Skifahrer im Lift. Der lässt sich für seinen Wahlkampf in Bayern auf der Lawine immer weiter nach oben ziehen. Schäuble, Söder, Seehofer und de Maizière, das sind die gutmütigen Bernardiner, die uns Deutsche von den Flüchtlingen befreien. Auch wenn sie auf mich eher wirken wie ein Rudel Rottweiler. Aber dieser Satz mit der Lawine, der hätte ja original so von jemandem von der AfD stammen können. Ist meine Meinung. Ja? Da verschwimmen die Grenzen immer mehr. Bis vor kurzem unterschieden sich CDU und CSU und AfD nur wie Manchester City und der VfL Wolfsburg durch De Bruyne. Ja? Ja, es ist, manche Gags baue ich nur für mich ein. Weißt du, da ist, also, ich finde den. Ich fand ihn ganz lustig. Gut. Nein, heute kann man das nicht mehr sagen. Wie unterscheiden die sich? Es ist schwer geworden. Ich habe deswegen für Sie mal ein kleines Quiz vorbereitet. Ich frage Sie jetzt, welcher Satz stammt aus der AfD, welcher aus der Union? Ich beginne mit dem folgenden Satz. Wir sind nicht das Sozialamt für die ganze Welt. Das war, wissen Sie es? Sie können ruhig reinrufen. Natürlich, Seehofer, CSU. Ja? Aber der Satz war auch von der NPD. Ist ein bisschen knifflig. CSU und NPD. Oder, nächstes Zitat. Die Horden junger Männer, gut gekleidet, durchtrainiert, frisch frisiert, die da aus den Zügen sprangen, zeigten oft keine Spur der strapaziösen Flucht, die sie angeblich hinter sich hatten. Wer kann das gewesen? AfD. Tatsächlich, ja, das ist Alexander Gauland gewesen. Ein klassischer Gauland, muss man sagen. Tatsächlich, richtig haben. Und noch ein Zitat, von wem ist das hier? Ich bin ein Nazi und das sehr gerne, und zwar so, nicht an Zuwanderung interessiert. Welche Partei? Schwierig, ne? AfD? Nein, in dem Fall CSU. Der Schatzmeister der CSU Oberbayern, Gerhard Michael Welter von der CSU Oberbayern. Ja. Ja, auch mir fehlen die Worte, meine Damen und Herren. Deshalb geht's weiter mit Abgehakt. Weitere Nachrichten im Überblick. Guten Abend. Meine Damen und Herren. Willkommen zu den Nachrichten. Alter Verwalter, da klappt ja gar nichts beim Registrieren der Flüchtlinge. Die Zustände sind vielerorts chaotisch. Diese beiden Herren zum Beispiel sind seit Oktober in Deutschland und warten immer noch auf ihren Asylantrag. Sie wurden noch nicht mal registriert. Ist sie wirklich verloren, die deutsche Effizienz? Ein System im Krisenmodus. Aber eine Behörde arbeitet scheinbar schneller. Anas Antifa und Emil Hosch haben schon ihre persönliche Steueridentifikationsnummer bekommen. Das Finanzamt findet dich. Sogar in Zelt 1. Huan Ying Huan Lin oder so ähnlich. So wird in dieser Woche Hamburgs erster Bürgermeister begrüßt. Olaf Scholz in China. Dort durfte er erst mal Hallo sagen, Schiffe gucken
ein bisschen Gabelstapler fahren und natürlich Erinnerungsfotos machen. Aber außer Tourismus hat das Hamburger Bürgermeisterchen noch eine wichtige Mission. Die Bewerbung um Olympische Spiele. Und da hat man in China ja einige Erfahrung. Wie holt man sich so ein Großereignis in die Stadt? Um Unterstützung bemüht sich Scholz bei Liu Peng, dem Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees von China, dessen Rat die Bevölkerung überzeugen. In Peking waren stolze 90% dafür. 90% Zustimmung, die haben da ja auch immer gute Argumente. Und ich hoffe, dass es so viel Zustimmung, wie man hier messen konnte, auch in Hamburg geben wird. Dann bring als Souvenir am besten ein paar Knüppel mit, weil sonst wird was. Ach ja. Vor dem Münchner Oberlandesgericht hat ein ehemaliger Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes zugegeben, jahrelang für den US-Geheimdienst CIA spioniert zu haben. Als Grund gab der 32-Jährige unter anderem an, er habe sich bei der Arbeit gelangweilt. Der Mann noch nie was von Moorhuhn gehört? Abgehakt von Jakob Leube. Wie verteidigen wir unsere Werte, meine Damen und Herren? Wie verteidigen wir unsere Werte am besten gegenüber den Terroristen? Wie verteidigen wir sie? Viele rechtskonservative Politiker hupen aus ganz Europa, haben ja einen ganz tollen Plan. Wir schaffen die Werte einfach selber ab. Ne? Logisch, wir haben auch viel zu viele Werte. Die können wir gar nicht alle verteidigen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Solidarität, Toleranz, Religionsfreiheit, Pressefreiheit, Reisefreiheit, Asylrecht. Ja, es sind zu viele, es sind ja gar kein Ende. Das ist doch wie bei einer Schafsherde, die man vor Wölfen verteidigen will. Je mehr Schafe, desto schwieriger wird es. Ja? Aber wenn man nur ein Schaf hat, dann zack, Schaf unter den Arm und ab dafür. Ja? Also ist der Vorschlag, Rotstift ansetzen. Gleichheit. Gleichheit. Gut, Gleichheit müsste man eigentlich ersetzen durch alle Menschen sind gleich, aber Europäer sind gleicher. Muss man realistischerweise sagen. Viel zu lang, weg damit. Solidarität, klar. Solidarität mit Terroropfern zum Beispiel, wenn sie aus Frankreich kommen. Klar, es gibt auch welche aus Syrien, aus Libanon. Streichen. Asylrecht. Hat einer aus Ihrer Familie schon mal Asyl gebraucht? Bei mir keiner. Also weg. Ne? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Schwammig formuliert. Was ist denn Würde? Würde ist Konjunktiv. Ja, weg. Am Schluss bleibt ein Wert. Am Schluss bleibt ein Wert, das Recht darauf, Sandalen mit Socken zu tragen. Das ist übersichtlich, dem können alle Deutsche zustimmen, das lässt sich auch gut verteidigen. Ich meine, jeder hat Angst vor Terror. Im Moment, klar, alle. Unsere Politiker ebenfalls, das verstehe ich auch. Aber ihre Antworten auf den Terror, die sind immer so reflexhaft, so berechenbar, so populistisch. Ich meine, wir wissen doch, dass all das, was da gerade ins Spiel gebracht wird, nichts bringt. Und ich denke mir, wenn eh alles sinnlos ist, dann könnten doch die Vorschläge wenigstens etwas kreativer sein. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Der Söder hat einen Zauberhut und gegen Terror hilft er gut. Kommt ihm ein Islamist zu nah, ist er unsichtbar. Damit ihn kein Anschlag trifft, mixt er sich als Gegengift. Grüne Smoothies mit Spinat und das jeden Tag. Ja, Schwachsinnsidee. Klar, Schwachsinnsidee. Sowas macht der Söder nicht, er sagt nur, mach die Grenzen dicht. Doch mehr als Hut und Smoothies bringt auch das leider nicht. Orban tanzt in blau-weiß-roten Ausdruckstanz gegen den Tod. Merkel schubst die Barbarei, wer hilft ihr dabei? Der de Maizière, welch ein Glück, dreht die Stadionuhr zurück. Worauf der Bomber ganz verwirrt, zu spät explodiert. Hurra! Ja, Schwachsinnsidee. Klar, Schwachsinnsidee. Stattdessen hört man, wie er hallt, der Ruf nach weiterer Gewalt. So sinnlos wie nach Krieg zu schreien, kann nichts anderes sein. Meine Damen und Herren, das war Extra 3. Jetzt geht's weiter mit Zapp. Wir sehen uns nächste Woche wieder.